Hey, ich bin der Marcello und ich bin ein Jungdesigner aus Leverkusen. Ich habe Fashion Design studiert in Düsseldorf und ich will auch gerne später meine eigene Modelinie gründen. Ich finde es einfach erstaunlich, wie man aus einfachen Stoffen etwas sehr Schönes kreieren kann. Sei es jetzt ein Kleid, eine Tasche oder diverse Accessoires. 2013 habe ich meine Abschlusskollektion fertiggestellt. Die habe ich dann dementsprechend in Berlin im Hotel Adlon vorgeführt. Ich fand es sehr interessant, mal mit anderen Materialien zu arbeiten, anstatt nur mit Stoffen, sondern ich wollte einfach mal Holz benutzen. Dementsprechend habe ich mir überlegt, ich mache einfach mal Nieten aus Holz. Habe ich noch nie gesehen und habe mich damit auch dann, ja, einfach mal aus der Masse hervorgehoben. Während des Studiums habe ich mir überlegt, meine Klamotten einfach auch persönlicher zu gestalten. Das heißt, wenn wir die Booklets machen mussten für die Kollektion, wo natürlich die Fotos, die Texte zu der jeweiligen Kollektion hineinkommen, fand ich es halt langweilig, wenn man da kein Logo hat. Das Label selber nennt sich La Famiglia. La Famiglia ist italienisch, weil ich bin auch halb Italiener, genauer gesagt Sizilianer. Mir macht es natürlich sehr viel Spaß, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten, aber es ist auch schön, anderen Leuten etwas beizubringen. Ich erkläre es gerne, wie man etwas herstellt oder beziehungsweise wie ich etwas hergestellt habe. Und das würde ich euch gerne zeigen.